Ich suche Stoßstange für Audi A4 2009. Ha, ganz schwer zu finden. Vielen Dank. Ich habe Böller im Auto, die gehen wir jetzt holen. Und dann machen wir Scheiße damit. Ich bin die Neffensäge von nebenan. Mein Name ist Hase ohne Geld. Ja, Mann, was meint ihr? Original Deutschlandwetter? It's raining cats and dogs. Der Reifen ist geplatzt. Was soll das eigentlich? Ich bin ganz ehrlich mit den Neffen kaputt. Autoverwertung Bauhaus. Ihr habt vor 3 Wochen Passat 35i reingekriegt. Ja, mit so einem dicken Motor drin. Ich bräuchte die Fahrertür und das Scharnier von der Fahrertür. Haben wir da. Kriegst du alles zusammen für 100 Euro, kein Problem. Ja, ich komme von weiter weg. Ich kläre das dann eben noch mit unserem Kunden ab. Ich würde mich dann nochmal melden. Prima. Gut. So, ciao. Verbleiben wir. So, dann nehmen wir uns heute mal den Golf vor. Da haben wir nämlich einen Golf 2 gekriegt von einem älteren Herrn. Der lohnt sich, den zu waschen und den mal aufzupolieren. Und dann haben wir vorher und nachher. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, der Gute, der wird jetzt einmal gewaschen, einmal sauber machen. Gucken wir mal, was wir rausholen können aus dem Auto. Und, komm mal ja, raus. Weiß ich doch. Hier auch. Sitzt im Auto. Guck mal, ich habe Böller im Auto, die gehen wir jetzt holen und dann machen wir Scheiße damit. Aber der kriegt halt nicht mit, der telefoniert gerade. Komm. Ja, ich stecke jetzt erstmal so einen Böller im Auspuff. Mal gucken, mal, was passiert. Ne? Was wird? Ich brauche Feuerzeug. Hast du Feuerzeug? Gib mal her. So, Gott. Guten Tag. Guten Tag. Der Punto, kriegen wir den da rein? Lass mich mal eben nur gucken. Ich muss ja auch schnell sein, ne? Den da reinschieben, so. Ah. Ja, Leute, guckt doch mal hier. Wenn kalt draußen ist, ne? Dann machen wir uns immer die Maronen hier, die Kastanien. Schneidest du die so auf, nimmst du so eine Frische hier, zack, 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 machst ein Kreuz da rein, ab im Backofen, 200 Grad. Ja, und so nach 20 Minuten, dann sind die fertig. Und die sind ja lecker, ne? Ich weiß nicht, ob ihr sowas gerne esst, aber für mich Winterzeit, Kastanienzeit, immer eine geile Sache. Dann tust du dir die ein bisschen pellen und dann pfeifst du dir die rein. So. Telefon! Ralf, du gibst mir gerade Maronen. Maronen, schön im Backofen, 200 Grad. Lecker, Kreuz reingemacht, aus rein. No. Was hast du am Montagmorgen? Fotos dazu Week? Montagsmorgens ist immer Fotos dazu Week. Nein, ich habe gesagt, Montagsmorgens ist immer Fotos dazu Week. Geht direkt los. Weißt du, die meisten Leute, die sagen, Montag war eine Scheiße. Muss ich arbeiten gehen, schlechte Laune, alles Kacke. Bei mir ist Montagsmorgens direkt motiviert. Geht direkt los. Ja. Naja. Lass uns nachher mal quatschen, okay? Alles klar. Jo, tschö. Hör mal, Ralf, jetzt habe ich da keinen Kopf für. Okay. Okay.
Ja, tschüss. Okay, alles klar. Jo, alles klar. Jo, tschüss. So. Chef, Mann, aber. Was ist denn los? Chef, es suchen einen reichen Mann, der mir Geld mich geben. Ja, da muss man ein bisschen rumfahren. Ich habe im Internet gesehen, einen Modus bei dir. Ja, gehen wir so rum. Die Franzosen stehen alle da draußen. Alles gut. Ich bin mein Name Hase. Was mit dem Renault da? Ja, der reinschmeißen, der muss ja auch treffen. Aber war ganz schön laut, oder? Ja, safe. Ich verrate euch auch nicht, wo ich die gekauft habe. Jetzt müssen wir was noch Verrückteres machen. Boah, der kriegt einen Schock. Das sag ich dir. So, gewaschen ist er jetzt. Jetzt haben wir noch einiges an Vorbereitungen. Hier seht ihr noch ein paar alte Rallye-Streifen von dem Auto, die sie abgeklebt hatten. Dann wollen wir den gleich mal polieren und dann wollen wir doch mal schauen. Hast du ein paar Tipps zum Polieren? Ja, sag mal so, für einen Laien, klar, natürlich. Ich würde einiges am Plastik immer abkleben, dann hinterlässt natürlich immer Rückspuren. Ansonsten mit einer guten Polierwatte und einer guten Politur, sag ich mal, ist das eigentlich für jeden selbsterklärend. Ja, Golf 2, klar, sind solide Autos, laufen immer mit ein bisschen Pflege, kriegt man die eigentlich nicht kaputt. Also geht nichts über Golf. Also, absolutes Favoritenauto. Ja, Mann, was meint ihr? Original Deutschlandwetter? Bäh, ist ja zum Kotzen. Ich mag den Winter überhaupt nicht. Besser in Italien am Strand, so schön. Ne? Lecker Fisch essen, schön Wein trinken. Aber hier, guck mal, da ist so richtig eingepisst. It's raining cats and dogs. Ja. Autoverwertung Bauhaus. Ich suche Stoßstange für Audi A4 2009. Ha, ganz schwer zu finden. Vielen Dank. Da hab ich keine. Ja. Aber ich denke mal, der hat gar nicht viel Rost. Und von unten ist der auch nicht faul. Und der Motor läuft auch gut. Und Golf 2 Fans gibt es ja wohl jede Menge. Ne? Mal gucken, was damit passiert. Der muss in gute Hände. Der muss irgendwie in gute Hände. In irgendwie so ein. Ein Junge, der sich so in so ein Auto dann verliebt und pflegt den dann auch. Ja, dann haben wir das doch geschafft. Der alte Mann hat den hier um Schrott geschmissen. Und der Nächste, der sich fertig macht, der hat wieder ein Smile, der hat ein Lächeln im Mund. So was finde ich gut, so was finde ich total gut. Jetzt haben wir das Ganze einmal eingearbeitet, lassen es trocknen. In 5 Minuten können wir anfangen zu polieren und dann seht ihr den Unterschied. Mein Name ist Hase, ich habe keine Geld, ich bin die arme Sau vom Nebenan. Bitte hier Schritte 5, du hast keine Teile für mich. Ich bin die arme Sau, ich habe keine Geld. Ich bin die Nervensäge vom Nebenan. Bitte guck hier an, wie die Autos stehen. Mein Name ist Hase, ohne Geld. Ich bin Komiker, Mann, was ist los? Die sagen, geh gucken. Wo sind die denn gucken überhaupt? Ich weiß nicht, wo die hatten die Auto gelassen. Was soll das eigentlich? Ich bin ganz ehrlich mit den Neffen kaputt. Ich weiß nicht, was soll ich machen?
Ich habe ja auch ein Momo drin, aber ein geschüsseltes Momo auch eingetragen. Mhm, finde ich auch gut. Ja, aber das hat früher gekostet 500, auch 500 ja. Mark hat das auch gekostet. Ja, ja, das kann gut sein. Muss ja messen, da kannst du ja einen 38er holen mit normal drauf, mit ABE und dann passt das doch. Ja, kann man vielleicht auch machen. Aber der Brombacher, der, wenn einer... Da, ich hab das schon, lass mich telefonieren, ich finde das jetzt, okay? Okay. Danke, jo, tschüss. Chef, ich hab 7 Kinder. Nee, 7 Kinder? Wo bist du vielleicht? Wir brauchen eine Spiegel vom Demodus. Die haben wir nicht, Spiegel schon verkauft. Ich bin die arme Sau vom Nebenan. Kann ich dir nicht helfen, tut mir leid. Ich bin ganz fertig vom Neffen. Wo will ich finden, Chef? Keine Ahnung, eBay Kleinanzeigen kannst du fahren. Oder Autoverwertung Busch, Kasserfeld. Bei Busch, ne? Ja. Dankeschön. Ja. Ja, die Golf 2, die werden auch immer weniger. Den ich jetzt hier habe, mal gucken, wie der rauskommt. Also wenn der von der Lackierung noch top ist, dann möchte ich da gerne 1000 Euro für haben. Und der Nächste freut sich, so ein Auto zu bekommen von mir. Für so kleine Kohle. Und dann ist wieder was für mich. Da habe ich Spaß. Aber ich zeige euch den jetzt mal. Mal gucken, wie weit der Patrick gekommen ist. Und was meinst du, Patrick? Wird das wieder ein Auto? Ja, wird mal ein Auto. Hast du ein Handy? Ja. Gib mal her, mach mal deine Taschenlampe an. Boah, die Farbe ist so geil. Der ist doch gut. Dann guck der drüben den Vergleich an. Ja, so ist der matt, ne? Tatsächlich, guck dir mal an, das Auto wird wieder wie neu. Schön. Tag Arbeit, ne? Ja, oder? Auf jeden Fall einen Tag Arbeit. Weil dann musst du ganz langsam und alles Stück für Stück und auch dadurch, dass er ja die geteilte Stoßstange hat mit der kleinen Front, mit dem unten drunter polieren, das ist dann natürlich auch. Ja, ne, der ist noch gut. Die Substanz ist gut. Ja, die Substanz ist sehr gut. Ne, cool. Mach den mal fertig. Und dann werden wir schon jemanden für finden. Also ja. Für einen Tausender. Ist das ein Schnäppchen? Ist das ein Schnäppchen, ne? Autoverwertung Bauhaus. Frage, habt ihr einen Opel Astra H Kombi da? Astra H Kombi, ja, aber da fehlen schon viele Teile. Was brauchen Sie davon? Antriebswelle links und bitte. Nein, der Motor ist komplett, volle Achse, alles weg. Alles weg, scheiße. Tut mir leid. Gut, ich weiß Bescheid, danke. Okay. Ciao. Ciao. So, jetzt kommt der Böller auf den Baum und dann gucken wir mal, was passiert. Der Fred guckt gerade nicht. Der Reifen ist geplatzt. Der Reifen ist geplatzt und so qualmt der. Mann, da war ein Böller. Nicht, dass die Bullen gleich noch kommen. Und meinte, wir wären. Nein, wir haben nur Silvester. Hast du dich erschrocken oder was? Oh, wie? Ich hab gehört, was geht hier ab? Ich hab gerade eine Sauerstoffflasche umgekippt, die fliegt durch die Luft. Ali, du machst immer eine Kacke. Aber du bist so Pyrotechniker, ne? Der Baum brennt! Der Ali, der Pyrotechniker, habt ihr da mitgekriegt? Ich hab mich erschreckt hier in der Bude. Ich hab gedacht, da wäre richtig was passiert. Ja, dann guten Rutsch ins neue Jahr. Schaltet im Januar auch wieder ein. Ja, Männer, ich wünsche euch natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, ab Januar, dann Abo nicht vergessen. Genau ciao, so. Ciao. Genau so. Das war ein geiles Jahr.